Hallo, liebes Leben. Ja. Spreche ich mal wieder mit dem Computer. Also, das ist. Das ist, was ist das? Das ist auch gut. Ja. Ich könnte es mir noch schlimmer vorstellen. Da ploppen die Herzchen aus meinem Gehirn. Hinter meiner Stirn schwappelt der Saft. Genannt Zerebralflüssigkeit. Meine Stimme ist leicht verstellt, da ich diese Option unbewusst nicht gewählt habe. Ich lege mich hin, schließe die Augen, gehe in meiner Fantasie die Jahre durch, die mir noch bleiben. Sagen wir circa 60 Jahre am Stiel, am Stück, am Stäbchen. Der Zug ist abgefahren und kann nicht mehr aufgehalten werden. Der Lautsprecher ist angeschlossen an das System und er wird nicht gefragt, was aus ihm herausschallt. Das Räucherstäbchen brennt, die Asche fällt, der Duft oder der Gestank verbreitet sich im Raum und keiner erinnert sich mal mehr daran, wie viele Räucherstäbchen schon verbrannt wurden. Also liege ich nun dort in meiner Fantasie und näher mich immer mehr langsam dem Tod. Viele Emotionen und Gefühle haben sich in den letzten Jahren verflüssigt und sind in der Wahrnehmung aufgetaucht und gefühlt worden. Doch nun ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich den Löffel abgebe und ganz sanft ins Gras beiße. O süßer Tod! Nun stehst du vor der Tür mit deinem psychedelischen Gift, das mir den letzten Atem raubt. Meine Seele verpufft in der Luft. Sie verdunstet im Raum und die Zeit dehnt sich aus zu einem Gefäß. Ja. Mein Herz schlägt nicht mehr, weil ich nun wieder das Herz aller Dinge bin. Da liege ich nun dorten, schließe die Augen zu und sterbe. Meine Persönlichkeitsstruktur und mein Ich, das löst sich auf. Danach wird der Körper beerdigt und auch er löst sich auf. Die Energie bleibt erhalten im Universum. Die Würmer freuen sich, die Asche verweht im Wind, der Ozean verschluckt die Tropfen, als wäre er selbst ein Tropfen, der wieder in einen größeren Ozean fallen würde. Ich war nicht dabei, wie ich gestorben bin, weil ich habe mich ja aufgelöst in dem Moment meines Todes. Tiefe Trauer erfasst. Tiefe Trauer erfasst den, der übrig geblieben ist und den Tod nicht haben wollte und nun eine Leere in sich empfindet, die ich hinterlassen habe. Man kann mich als diesen Körper jetzt nicht mehr anfassen, noch seine Einzigartigkeit spüren.
Du kannst nur noch im Geiste mit mir reden und ich werde immer mit Stille antworten. Stille, 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 sage ich dir. Ich sage nichts. Du kannst mich alles fragen, kannst mir alles sagen und ich antworte nicht oder mit Stille. Das ist meine Antwort. Die Stille des Seins. Ja, nun bin ich wieder angekommen. Ja. Nun werde ich nicht mehr getrieben von den Trieben und dem Verlangen und der Sehnsucht nach dem absoluten Leben, das ich mir immer gewünscht habe, denn ich habe mich bis jetzt meistens immer sehr relativ gefühlt. Unbedeutend, unwichtig, manchmal auch wichtig, manchmal auch bedeutend, doch es hielt nicht lange an. Jede Erfahrung, die ich durchgemacht habe, ist verpufft in der Luft. Ich bin nicht mehr übrig, um mich daran zu erinnern. Vielleicht ist sie in einem kollektiven Erinnerungsraum eingebettet. Ewig in der Zeit, im Moment gefangen, weil jeder Moment ja ewig sein könnte und vielleicht ewig erlebt werden kann. Von dem ewigen Wesen, das keine Trennung in sich selbst kennt. Doch ich, der mich als getrennt wahrnehmen kann von den anderen, ich als Struktur, bin verschwunden. Ich habe mich im Sein aufgelöst und kann mir nicht mehr die Frage stellen, ob es mich überhaupt jemals gab, außer in der Vorstellung der gedanklichen, der konditionierten, wissenhaften Programmierung, dass ich wer sei. Doch jetzt ist keiner mehr da, der sich darum kümmern kann und diese wesentlichen Fragen stellen muss. Ja, aber die Tore der Fantasie klappen wieder zu. Und ich muss mich wieder mit der Gegenwart konfrontieren. Mit meinen Sorgen beschäftigen. Ja, wieder in der Hölle der Trennung leben. Wieder wissen wollen und kein Wissen erlangen. Wieder die Zukunft fürchten und mich am Wahnsinn der Welt laben und richtig drunter leiden. Ja, aber nicht immer, weil manchmal keimt dann wieder die Hoffnung und dann denkt man wieder, oh, es könnte Paradies auf Erden werden und dann schaut man wieder woanders hin und denkt man sich, oh, 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 so dumm wie die Menschen sind, da würde ich nie hinhauen. Nee, 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 nee. Und solange es noch einen gibt, der was kriegen will, wird es Krieg auf der Welt geben. Auch wenn er nur so klein ist. Ja, aber macht ja nichts. Macht ja nichts für das Sein. Also für mich macht das viel. Ich mache den Unterschied und leide in der Verschiedenheit. Weil ich bin verschieden. Also tot. Ich bin schon verschieden. Sobald ich verschieden bin, bin ich schon verschieden. Also tot. Und was ist das ewige Leben? Was ist das? Was ist das ewige Leben? Was ist das? Finde den, der nicht, der es wissen will und das, was sucht, darf ewig weitersuchen. Weil wenn es finden würde, dann wäre es nicht mehr vorhanden. Bewusstsein. Ein zweifelhaftes Geschöpf, das wissen will, was es ist, aber es nicht erkennen kann, da es sich ja sucht und da es ja wissen will, was es ist, ist es in die Richtung gerichtet, in der es nicht ist. Oder doch? Wäre Bewusstsein alles, was ist, könnte Bewusstsein sich überall finden, würde es sich überall sehen. Aber wo da in dem Bewusstsein die Idee eines Besitzers, eines Witzlings da ist, der glaubt, er habe das Bewusstsein, es wäre sein Bewusstsein, ist schon wieder das Bewusstsein. Fuck! Ist schon wieder das Bewusstsein gespeichert
wo der Besitzer vom Bewusstsein da ist. Aber das Bewusstsein besitzt ja den Besitzer und der Besitzer vom Bewusstsein erscheint dem Bewusstsein und das Bewusstsein klappt immer ein ins Nichtsein und dann klappt es wieder aus ins Bewusstsein. Aber ich behaupte, das Bewusstsein war sich noch nie von irgendetwas bewusst, außer eines traumähnlichen Zustands, den es als diesen ausgemacht hat und gesagt hat, dieser Traum ist Realität, also Wirklichkeit. Nein! Was ist das Zeichen von Wirklichkeit? In der Definition des Bewusstseins, Wirklichkeit ist das, was keine Veränderung kennt und sich nie verändern muss. Und die Verwirklichung der Wirklichkeit ist ständige Veränderung. Nein, stimmt auch nicht. Auch die verändert sich nicht, weil sie ist ewig. Alles, was ist. Ach ja. Und wer bin ich dann? Du bist der Typ, dem die digitalen Herzen aus dem Kopf heraus plumpsen, ohne dass er was dafür tun kann. Du bist der, der unter seiner Sehnsucht nach Liebe und Freiheit und so weiter sich sehnt. Ja, du bist der, der die Sehnsucht ist. Du bist das Verlangen nach dir selbst, das nie gestillt werden kann. Du bist das Wissen, das nicht vermittelt werden kann. Du kannst nichts vermitteln. Ich kann nichts vermitteln. Das hört sich ja gut an. So. Ja, gleich sprechen wir weiter. Oder auch nicht. Weil wir sind die heilige Dreifaltigkeit. Ich bin das Nichts, das Alles und das, was Nichts und Alles aus- und anschaltet. Ah! Und in dem Alles halte ich mich für jemanden, der darüber sprechen kann, dass er Nichts und Alles ist und das, was Nichts und Alles ein- und ausschaltet. Das sind natürlich nur Hinweise hier. Nicht hier hinein, da dahinter, da davor, oben drüber, innen rein, in die Mitte, aus der Mitte heraus, auf die Mitte blickend und sehend, dass keine Mitte da ist, sondern dass jeder Punkt die Mitte von allem ist. Nein, das ist nicht wahr. Wer braucht schon die Wahrheit? Wer muss wissen, was wahr ist und was nicht? Ich natürlich, damit ich dann prahlen, protzen und stotzen kann, dass ich die Wahrheit habe. Ja, ich habe mich schon oft versucht festzuhalten an den verschiedensten Dingen, Wünschen, Sehnsüchten, Freuden und was auch immer. Aber ich musste immer wieder loslassen, ganz automatisch. So automatisch, wie ich zugegriffen habe, musste ich auch automatisch loslassen. Ja, das ist nicht einfach. Aber ist auch nicht schwierig. Es ist nicht einfach und es ist auch nicht schwierig. Ja, nein, doch. Die Zweifelsfreiheit. Und die Auswegslosigkeit. Die Auswegslosigkeit, das ist das Paradies. Und zwar, ich erkläre es mir mal selber, weil ich dann in dieser Auswegslosigkeit nicht mehr vorhanden bin. Als jemand, der einen Ausweg sucht, der heißen könnte, Frieden, Freiheit, Paradies, Liebe,
und so weiter halt. In der absoluten Ausweglosigkeit bin ich das, was nicht flüchten muss, das, was es nicht besser haben muss. Und der, der es besser haben will, der sich sehnt und selbst darstellt und beweisen will, wie toll er ist und dass er gesehen werden muss, ja, darf ja einfach erscheinen und vergehen, weil gibt ja keinen, der die Kontrolle darüber hat, dass er sich nicht darstellt, selbst darstellt.